jetzt! Ja, ich warte doch nur auf dich, du auch schleckende Rosettenfresse. Ich warte darauf, dass ihr mal das Maul haltet. Du Arschleck. Arschleckende Rosettenfresse. Mich voll verschluckt gerade. Ich kann doch sagen, du knallgelbe, durchgewichste Gummiente. Was? Würde der die Cutscene anschauen, wenn ich hier wäre. Ja, okay, gucken wir uns die Cutscene an. Ja, na, mein Gott, doch. Mensch, kommt denn bitte auf. What the fuck is this? Ha, was ist da los? Oh, ich schwitze gerade wie so ein. Was machst du an dem Stuhl, Froschi? Lass den. Based on this inmate muss mir anlehnen. Kann ich stehen? Genau, man macht auch das Fenster zu, damit es hier drin so heiß wird. Das hat auch total jetzt was mit dem Spiel zu tun, ey. Das ist... Alte. Ja, ich glaube, da ist doch auch heiß in dem Raum von dem Spiel. Guck mal, wie die wieder schwitzt. Der mit seinen roten Haaren, ey. Das sind nicht mal Haar, rot. Die sind nicht mal Haar. Was? Die sind nee, doch schon ein bisschen, aber... Was ist dein Perücke, oder was? Ja, aber... Das ist so eine Perücke. Mein Scherzartikel minus Shop. Das ist wirklich... Scherzartikel mit Shop 24. Das ist bei Koya-Glauben. So wie die... Oh, Herr, nein. Bei dem würde ich mir auch glauben, Junge, in der Hitler-Teil da. Das macht Chikoya da quasi. Ich sehe aus wie so ein lustloser Mongo, der nichts kapiert. Siehst aus wie? Oh, mit 500k. 500.000 kriegt man, das wird jetzt aufgeteilt. Ja, geh mal hier ein bisschen mehr, bitte. Ja, ich bekomme auch nur 15, das ist ja reingekackt. Wir bekommen alle plus 15. Kriege ich ein bisschen mehr? Lohnspringen mach so. Ich teile euch erstmal ein hier, Digga. Ich bin aber Häftling? Okay. Ja, ich schlepp dich da rein, ja? Hm? Kentucky fliegt mit dem Flugzeug über Kopf. Ja. Glaub mir nicht. Und Aaron darf mit dem Bus irgendwo sich verstecken und dann in die Luft sprengen, soweit ich das mitbekommen hab. Okay. Und dann muss er uns, glaube ich, helfen, rauszukommen, soweit ich das mitbekommen hab. Geht das prozentweise oder ist das hier. 5%weise, ja, glaube ich. Wenn du jedem. Ja, 5%. Oh, ich muss jemandem weniger zuerst geben, damit ich gebe mir die Hälfte, nein, ja? Nein, musst du nicht, oder? Und dann... Ja, du musst dir das abziehen und dann kannst du es den anderen geben. Das heißt, ich muss mir in jedem Fall noch... Ich muss auf... Hier mein Vetorecht, auf 45, ne, auf 40 musst du runtergehen, ja, dann kannst du jeden von uns 20 machen. Ja, dann bekomme ich auch nur 100k, das ist irgendwie ein bisschen doch egal. Das reicht mir. Ihr habt 80... Okay, ich sag ja, ist okay. Ihr habt 80k zusätzlich bekommen. Für die Vorbereitungsmission, ich habe 40k noch gezahlt. Heißt, ich bin eigentlich im Vergleich zu euch um 20k schlechter durchgekommen. Aber von mir aus. Weil ich kein Arsch bin. Wir können ja auch, wenn wir den Heist machen, dir ein bisschen mehr geben. Bringt doch Hoffen, ihr kleinen Scheißer. wir können, wie gesagt, die erste das erste Mal den Heist machen, will ich auf Aufnahme haben. Danach können wir den ja so oft machen, wie wir wollen. Und kriegen jedes Mal dafür Geld, ne? Ein bisschen Kleinkacke ansammeln. Ich bin einfach nur der Typ, der irgendwas in die Luft jagt. Ich bin einfach nur der Typ, der rumfliegt und ich bin der Abholt, Mann. Ich bin euer Kutscher, Mann. Steht eh alles da, ja? Holt den Gefängnisbus, parkt im Gefängnis, holt Raschkowski ab, beseitigt alle Mundskräfte in der Gegend, stärkt in den Velum, sammelt euch am Strand, stärkt in den Buzzard. Also Kentucky hat schon mal Fliegen voll, hat Ausdauer voll, Schießen voll und Fahren voll. Dafür hat er so Schleichen verdammt wenig und die Stärke hat er halb voll. Kannst unten auf die Dinger draufklicken. Weil du bist verdammt scheiße im Schleichen, ja? Ja, schleich nie. Dafür bin ich im Fahren und hab genug Ausdauer. Egal, Lukas, sind wir hier bereit. Lukas, ja, der Einzige, der gut fliegen kann von uns alle. Deswegen. Ja. Bist du bereit? Junge, geh auf bereit. Wir sind alle auf bereit. Volle Power. Komm mal bitte, Flugschule. Wer hat da fast alles geholt? Also ich nicht. Outfit, Häftling. Ich darf mein Outfit nicht ändern. Nein, ja. Ich auch nicht. Ich bin Wärter. Ja, das ist das typische Sprengmeister, was ich hier hab. Nee. Oh Leute, ja, voll. Pilot, Alter. Also ich bin ready. Oh Mann, das nehme ich mir. Das gönn ich mir. Was, Dolly, du schaust viel mehr aus wie ein Häftling mit deinen grünen Haaren. Ja, genau. Ich bin so ein übelster Rebell, Alter. Ja, und ich bin der Wahnsinnige, der zum Polizist ausgebildet wurde.
Ist ja überhaupt nicht auffällig, wenn ein Typ eindeutig in Häftlingsgewand und ein Typ in Polizeigewand und ein Typ in Pilotengewand aus demselben Wohnung rauskommen. Es ist aber normal, wenn man was trinken will und dann sich auf einmal. Scheiße! Ich hab nasses T-Shirt. Okay, da trinke ich später was. Ich muss zum Gefängnisbus. Ja, danke, Flo. Nimm mich mal bitte mit. Ich weiß nicht, wo ich hin muss, also bleib ich mal kurz stehen und warte, bis man mir die Hände füllt. Warte, man muss den Bus nicht klauen? Nein, wir haben den doch. Flo, ich glaube, hier oben ist man hin. Das muss ich nicht verstehen. Du musst den Bus nur abholen. Ist das dumm im Kopf oder was? Okay, gut. Siehst du den blauen Punkt? Da fährst du erstmal hin. Du musst ihn einfach abholen. Das heißt, du ich und du, wir... Ja. Aaron, wir fahren dort alle zum Bus, heißt wir warten dort zusammen. Warte mal ganz kurz bei mir, Lex, weil ich hab glaube ich wieder Google Chrome offen, kann das sein? Ja, Tatsache. Scheiße, Mann. Oh, wie, du stürzt ab. Der Lastwagen gerade neben der Spur gestanden? Ja. Boah, dicker Trap hier wieder. Ich hab gerade. Sorry, ich muss mich gerade noch kurz reinigen. Ja, wir haben hier wieder dicke Leben, Fische gerade im Auto. Geil! Nee, das ist doch Wahnsinn. Nee, der hat damit absichtlich den Fischer in sein Radio reingepackt, ey. Nee, hab ich sicher nicht. Helene Fischer-Style. Einmal mit den nassen Bubis durch die Gänge hoppen. Oh, das war gerade ein geiles Fahrmanöver. Ja. Das nicht so. Nein, das nicht überhaupt nicht. Aaron, du hast ich soll ihn abfangen. Was heißt abfangen? Was abfangen? Hey. Ah, schalte den Gefängniswärter. Oh, du musst den Gefängniswärter umnieten. Hallo, ich und die Herren, ich halte es mal eben kurz an, wenn Sie damit kein Problem haben. Oh Gott! Guten Tag, ihr Gefängniswärter! Boah, mein Auto war zu schnell, ist gerade voll abgehoben. Okay. Einfach genau das tun, was da steht. Ja, genau. Ja, steig in die Velum. Geiles Ziel. Oh das Gott, alles hin und steigen. Ich will gar nicht wissen, wo du bist, Aaron, um ganz ehrlich zu sein. Was? Ich will gar nicht wissen, wo du gerade fährst. Man sieht's auf dem Arsch der Welt. Ich hab bloß eine Pistole? Ja, der kommt so Treppen nicht hoch. Genau! Ich hab alles! Okay, ich hab den Gefängnis. Flo, guck mal von oben ins Auto hin. Mein Auto ist ja, ja. Super schön, ja. Aber er kommt die Treppen nicht hoch. Das ist ja lächerlich. Na. Okay, es gibt hier mal Gas, du kleiner verfickter Wagen nur. Okay. Ich fahre hier mit meinem Staubsauger über die Landstraße. Ach, dieser dumme Zentorno, Mann, der geht ja überhaupt nicht ab, Mann. Ich fahre mit meinem Staubsauger. Ne, Voltic hört sich leicht an wie ein Staubsauger. Ja, ich fahre mit meinem super Wagen hier, der nichts drauf hat, Mann. Ja, bitte flieh doch noch bis zum Mond, Mann. Ich wollte ihn schneiden, hab aber dann die Kante erwischt. Warum wolltest du ihn schneiden? Weil ich ein Arschloch bin. Ah. Auf ins Gefängnis! Halt! Lass doch erstmal den Gefängniswagen holen, oder? Wie soll ich euch eigentlich abholen? Das macht keinen Sinn. Naja, wir müssen uns da rauskämpfen und dann musst du da neben dem Gefängnis landen und wir steigen. Kommt eh sicher alles. Das geht gar nicht, das ist ein Zweisitzer. Sicher, dass es ein Zweisitzer ist? Ja. Ich glaub nicht. Warte. Doch, ich muss mich jetzt einstellen. Ich sitze hinten drinne. Juju! Flo, geh mal in die Ego-Perspektive und guck mal kurz nach hinten. Das Flugzeug ist aber auch mega scheiße, mal ehrlich. Ach, fick den Bus, Alter. Was ist denn das für ein Gefängnisbus? Du könntest mich ohne Probleme umbringen. Darf ich mal? Ich war gerade so einen geilen Gefängnisbus, Junge. So. Das war ein Ego, das sieht übelst chillig aus. Und hör, du musst den, glaube ich, zerstören dann, oder? 60er Jahre Musik. So eine. Oh ja, ist voll chillig, Alter. Bis 2000er Jahre. Ich denke mir gerade nur, warum haben wir so alle Scheiße fahren müssen. Ihr seid alle Scheiße. Ich bin schwierig zu fahren in Ego-Perspektive. Ich fahre wieder in dritte Perspektive. Ey, wisst ihr, was ich mir gerade denke? Warum müssten wir so ein Scheißflugzeug klauen? Warum nicht so ein Jet oder so? Ja. Ist vielleicht ein bisschen auffällig, wenn ein Jet übers Gefängnis fliegt. Ja, das stimmt allerdings. Und vor allem der andere sagt, verpisst sich dann ja mit dem Jet. Oder mit dem Flugzeug. Kacke hier. Wir müssen bloß verdammt vorsichtig sein, Flo, ne? Wir haben kein Leben. Ja, ihr dürft nicht verrecken. Also immer schön in Deckung gehen. Flo, vor. Ja, das Ding geht nicht auf. Total unauffällig. Reiß da einfach die Schranke ab, Alter. Ich hab mich langsam genähert.
Das ist toll. Haben wir gar nicht mehr am Flugplatz. Guten Abend. Ja, was soll ich sagen? Alles okay bei dir? Just one, huh? Ja. I thought the drug laws were keeping us full. Come on. Ich ja, ich Oh, ich mache hier richtig. Ja, Sprengmeister. Boah, ich mache hier gerade riskante Stunts, Alter. Guten Abend. Ich bring hier einen weg. Oh, Jesus, die haben alle Shotguns und so. Ja. Tschüss, Bussi. Ich sehe hier da. Tschüss. Also, ich sehe da. Wir machen das jetzt. Ich sehe. Ah, ich krieg die Waffe. Alter, schubst mich nicht so. Du sollst mich nicht so schubsen. Arschkopf. Beweg dich vorwärts. Schatz. Ah, ich muss die Deckung geben jetzt. Ich hab 5 Sterne. Ja, ich muss dir jetzt Deckung geben. Warum bekommt man 5 Sterne? Okay. Weil ich die Verfolgungsjets aus. Bra. Es sind Jets. Jesus. Bra. Das klingt so, wenn du über die Flugbasis drüber gefahren bist. Es klingt so, als wenn ich mit dem Scheißflugzeug, das wäre ich zu 20. Fuck! Fuck! In so einem Jet fliegt. Warum hat er so viel mal geschossen? Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Alle, hol dir die Shotgun und verpiss dich, Alter. Nein, das ist ja unmöglich. Hol dir die Shotgun. Ich muss, glaub ich. Der hat eine Shotgun fallen lassen. Lol. Ja, die hast du aufgenommen. So hab ich. Scheiße. Ich muss ganz schnell was essen. Los, komm. Schnell, helf mir! Wo ist die scheiß Snacks? Schnell, helf mir! Hinter dir hinterher! Ich will ja nicht sagen, dass wir 5 Sterne hier drin haben, aber... Ja, dann heißt es einfach bloß schießen, Alter. Flieg! Flieg! Ich seh dich da unten! Ich höre auch! Der Jet ist da über mir! Flo, ich bräuchte vielleicht hier oben mal ein bisschen Hilfe. Der ist hinter mir! Ich bin hinter dir! Gut, ich hab jetzt ein Maschinengewehr. Du musst ihn abschießen, schnell, du musst ihn töten. Ich weiß nicht, ob es der falsche ist. Da schießt die Polizei! Der wird da rot, aber geht doch. Welche Polizei? Die ganzen roten Punkte. Wir müssen zum gelben Punkt hin. Ey, ich flieg gleich in den Rhein, Alter. Ich direkt da drüben. Sicher, dass du vorlaufen solltest? Ich hab grad Rüstung. Ja, ich flieg jetzt nicht rein, du Hund. Ja, ich nehme mir auch mal schnell noch wieder eins. Reiz mir, Alter. Komm mit, Drecksjet. Panzerung, da haben wir's. Ich hab auch 5 Sterne, das ist ja eine Verarsche. Oh, fuck, Alter, wie der abstürzt. Oh, der lebt noch. Das ist ja ein Witz. Nee, ich fließ in den Rhein, Alter. Nee, Flo, denk dran, du hast das Scharfschützengewehr, nicht ich, ne? Ich hab ein Scharfschützengewehr. Du hast alle deine Waffen, oder? Ja, was soll ich denn damit anfangen? Vielleicht mal die Werte dort alle abknallen? Ich seh dich halt nicht beschützen. Ja, der Verfolgende ist tot, oder? Ist ein neuer. Ja, aber ich seh doch die Arschköpfe nicht. Die sind da unten auf dem Dings. Auf dem Platz. Das ist ja Bullshit. Bin tot. Das, ja. Flo. Ich bin ein bisschen überfordert mit der Situation, um ganz ehrlich zu sein. Einfach alle abknallen. Ja, da. Und so. Wenn es so einfach wäre, dann war es einfach nicht, wa? Schwere Panzerung kaufen. Neustart. Tell me where the... Tell me where the love is on. Müssen wir alles von vorne? Nee, ich glaube, Flo und ich, wir sind jetzt gleich beim Polizeidienst. Nein, wir müssen alle von vorne machen. Das wir starten in der Nähe von dem, wo wir hin sollen. Jetzt ohne Witz. Hey, wo spawn ich denn am Arsch der Welt hier? Du spawnst in der Nähe von dem, wo du hin sollst. So einer Müllhalde. Ja. Ich auch. What the fuck? Okay. Hä? Das ist ja tranky tranky. Oh, nee. Ihr spawnt beide relativ nah da, wo ihr hin sollt. Oh, wir ja, haben da geht's. Kentucky im Süden und Aaron im Norden. Und wir sind in der Nähe, also beim Gefängnisbus. Du darfst zu schießen, du brauchst deine Muni nachher. Das ist ja schon dumm irgendwie. Ich hab. Oh Gott. Roshi, wie kam das eigentlich, dass du gestorben. Ah, nee, ich erzähle auch noch ein bisschen. Naja, ich meine, wir sind im Gefängnis, so 50 Wärter runter, musst die auf uns ballern. Ich knall eh nach einem anderen ab. Flo hat alle seine Waffen. Ich krieg bloß die, die ich zwischendurch aufsamle. Das ist total dumm. Vor allem, warum schießt die auch auf sich? Ich weiß, wer das begleitet. Na, er hat doch gesagt, irgendwas ist durchgesickert. Also kann es denn, dass uns die Leute dann erschießt und wir laufen da bloß lang und dann kriegen wir auf. Und der eine. Nicht mehr klar, macht das keinen Sinn. Aber hallo, wir reden hier von GTA. Ja, ich frag mich, ob er einen der immer bemerkt oder ob ich was falsch gemacht habe. Es kann. Vielleicht hast du was falsch gemacht, ich weiß es nicht. Soll ich vielleicht permanent hier meine Waffe auf deinen Kopf ziehen oder was? Mach doch einfach mal. Na, eigentlich nicht, du musst eigentlich mit ihm laufen. Da rast er einfach nur durch.
Ja, wie gesagt, die Schranke reißen. Dann bring ihn um. Junge, fährt ja schnell. Okay, das kennen wir schon. Mann, Digga. Der Bus fährt hier mit 2000 km/h Berg runter, ey. Ach, ich bin jetzt gefesselt. Oh. Und er fährt immer noch mit 2000 km/h. Leute, das ist ein Mehrsitzer. Ich kann nicht die Seitentür aufmachen, das wusste ich nicht so. Ach so, ist okay. Gut, dass ich das jetzt weiß. Weil warum fehlt jetzt eine Tür? Guck mal, ich hab Kabelbinder um die Hände. Ah ne, das sind... I'm so happy when I'm back. Goodbye. Ihr müsst weiter rechts, Alter. So weit weg von dem Typen wie nur möglich. Wenn er trotzdem mal von weiter rechts, Aldi. Danke. Ich frag mich eigentlich, wo der. Der hat seine Shotgun fallen lassen, die kannst du aufheben. Ja, schön, Flo, ich brauche jetzt gerade keine Shotgun. Bei mir ist er dich gerade hochteleportiert. Ja, nicht nur du. Ich frag mich gerade eigentlich, nicht auf mich schießen. Eigentlich der heiße Luftballon. Ist der überhaupt in der PC-Version oder nicht? Den gibt's eigentlich auch im Multiplayer. Also sowas aus der PS3 zumindest. Ich wurde ja am PC irgendwie entfernt. So, Oliver, wir bewegen uns langsam fort. Da müssen wir eigentlich mal bei Wanders. Los, kein Stress. Wie die ja auf diesen Heizluftballon geht zusammen im Multiplayer. Riskanter Flug. Vorsichtig über den Laufen! Der hat vielleicht eine Waffe für mich. Riskante Flugmanöver, Alter. Oh, ja, wie soll ich ihn bitte zurückgehen? Oh. Da rechts ist noch eine Leiche. Ja, warte. Ja, der hat noch ein Maschinengewehr für mich. Kletter doch nicht da hoch, du Spast. Erstmal den Scharfschützen da drüben. Das Problem ist mit dem Scharfschützengewehr, ich kann mit dem Ding nicht umgehen. Dann schieß mit irgendwas anderem. Ja, tu ich ja. Ja, ich bin jetzt nicht oben. Das Problem ist. Beeil dich, bitte. Der klebt mir gerade hinten am Arsch. Alter, wie viel hält der aus? Alter, ich ramm dich. Ich mag grad, der Typ, der überlebt alles. Komm her, du Hurensohn, ich ramm dich. Okay, da unten sind noch ein paar. Die blinkenden Dinger müssen wir abschießen, Flo. Komm her, du Bastard, ich ramm dich. Die sind alle unmittelbar unter uns, glaube ich. Nicht alle. Das Problem ist eben halt, ich habe Angst vor Scharfschützen hier oben. Ich ramm den Jet jetzt! Ich ramm den Jet jetzt! Und ich habe auch nicht viel Unternehmen dagegen, nicht wahr? Da drüben. Oh Gott. Spring doch mal nicht immer da. Hoch. Was passiert? Kentucky ist abgestürzt. Das war ja dumm. Der Hurensohn ist hochgeflogen. Ich war über ihn, er ist hochgeflogen und hab mich gerammt. War für Money. Du heftige Schlampe, Alter. Ja, jetzt fäng ich an. Ihr wollt gerade hochgehen, Flo. Nein, wollt ihr nicht. Jetzt balancierst du die Planke mal auf unserem Dach, Alter. Was? Nicht da, Flo. Gleich ja. Bumm. Oh, da. Warum macht's Bumm? Ja, weil der Boss jetzt gleich in die Luft fliegt. Komm, stirb. Bumm. Der frisst Kugeln, Alter. Hallo, kein Schild. Alter, was ist das? Was? Ach, das ist tot. Hebt doch ab. Scheiße. Der geht einfach nicht hoch. Da, siehst du? Ist hochgegangen. Ja, sobald ich dagegen fahre. Hast du den Spaß schon wieder getriggert oder? Wir sind gleich da. So, jetzt fängt's wieder an. Pog im Gefängnis. Oh nein! Wollen wir gleich alle umlegen? So muss ich mal gerade denken. Ja. Sobald wir durch die nächste Tür sind, einfach den ersten Arschkopf direkt niederfahren. Willst du es machen? Mach mal! Ich glaube aber, dass die Mission geschadet, weil wir müssen das Auto erstmal da absetzen. Können wir das so sein, dann gab mich jetzt an den Flughafen, Mann. Und dann park mal halt erstmal und dann knallen wir alle ab. Meine Fresse, ist doch nicht so schwierig. So hätte ich mir gedacht. Warte, ich hab ne Idee. Wir gehen an den ersten zwei vorbei. Den du rein hast, okay? Helikopter, dann komm ich, okay? Und verlierst du eigentlich deine Armdings?
Die habe ich die ganze Zeit um. Ja, aber wenn ich. Aber wenn ich nicht da bin und. Meiner schießt immer so mit zwei Händen. Wenn ich verfolgt, dann muss ich ja da sein, um es davon abzuholen. Ich glaube, der zerreißt einfach die Mitte davon. Das ist dann einfach bloß instabil oder so. Keine Ahnung. Also, ich hätte gesagt, wir gehen da einfach links rein jetzt. Da links, links rein. Oder rechts? Ne, gehen wir links rein. Damit wir mal hier ein bisschen in Deckung sind. In dem Auto. Ja. Dann kommst und jetzt knall ich alle ab, oder? Das ist dann zerreißt das Ding aber mal direkt. Flugfeld fahren, gell? Dann mache das mal. Gell, ihr müsst bis noch zum Oh, von oben. Den habe ich vergessen. Ich nicht, den habe ich ja gerade noch abgeknallt. Vorsicht, hinter uns sind zwei. Gell, ihr müsst uns danach wieder die Tür zum Flugfeld fahren, gell? Das ist ja alles Kind. Die Waffen sammeln. Mach ich gerade. Nee, weil wenn ihr den Typ in dem Auto habt, könntet ihr uns das sagen, weil dann komme ich zum Flughafen. Ist okay. Aber wir müssen ja erstmal den Typen kriegen und dann müssen wir dann erstmal durch 10 SWAT-Teams durch oder so. Wenigstens habe ich mich mit Snacks vollgefüllt. Ich mich vorher auch. Ah, und ich würde dann vielleicht am Flugfeld chillen. Mach ich gerade. Dann chill da am Flugfeld und dann steigt dann auch in den Helikopter. Nee, in den Teil ein. Geht's überhaupt? Wie viel Sitzer ist es überhaupt? Ja, was? Hast du den Typen da oben, Flo? Nein, der das Flugteil, was du. Oh, den da oben? Ja. Nein, der Flugteil hier, jetzt den ich hab. Hopp. Oh. Das ist, glaube ich, ein 6 Sitzer oder so. So, du bist da. Der Flugzeug hat, glaube ich, nur 4 oder so. Von wo schießt du denn überall? Dann kannst du, glaube ich. Von wo schießen die? Ach, der da oben schießt noch. Ich dachte, der war down. Wo? Jetzt ist er down. Fuck, Alter, ich war kurz vorm Sterben. Ja, jetzt auch nicht mehr drauf ankommen, ey. Alter. Snacks. Hier, komm, trink mal eine Cola. Bringt ja echt viel. Ist was. Und wo? Warte mal. Hier ist gerade einer vom Dach gefallen, Alter. Oh, der kommt aufs... Wieso kommen die aufs Dach? Das haben sie davor nicht gemacht. Alter. Ich weiß es nicht, warum die jetzt aufs Dach kommen. So, ich musste mich gerade mal ganz kurz. Oh Gott, von wo schießt er denn noch? Ach, von da unten. Da unter mir ist einer. Jetzt ist er down. Ah, Jolo, ich werf deine Looping. Da ist noch einer. Boah, ich mach grad ein Looping, Alter. Boah, das war episch. Jo, da. Klingt nach Gefängnis. Haben wir jetzt alles? Ich glaube, wir haben alles. Es sind keine Punkte mehr da. Ich lasse all die Leichen mal für dich liegen. Willst du zuerst die Leichen ansammeln, bevor wir zu dem Typen? Ja, das habe ich mir nämlich gerade so gedacht. Hä, hey, und wann? Wenn ich beim Flugplatz bin in der Nähe. So, Schrotflinte. Okay, ich glaube jetzt auch einfach mal den Heli. Pistole. Und dann chill ich da. Da vorne sind noch ein paar. Liegen da. Ja, aber also wenn ich da jetzt so nah rangehe, dann trigger ich doch das. Ja, soll ich doch. Jetzt ist getriggert. Egal. Das Ding ist halt, da stehen zwei Merry-Wetter-Typen. Ich dachte, wir sind sending. Du musst ihn töten, natürlich. Hör auf zu labern, Junge. Nice. There are some screws I hope we run into. Let's go! Seid ihr jetzt bereit, dann kann ich kommen. Let's go! Ne, wir haben jetzt gerade erst den Typen befreit, sozusagen. Ne, nicht mal befreit. Wir haben ihn gerade erst gesehen, ja? Wir haben ihn gerade getroffen. Jetzt müssen wir noch befreien auch. Das ist ja Bullshit. Also wie viele Leute das haben wir nur sind? Einer tot? Alter, wie viel die fressen? Von links vor allem, Alter. Oh Gott. Oh okay, Gott, ich hab noch 1 Millimeter Leben. Hm? Alter, tschüss dann, tschüss. Ja, bei dem Hillbilly Dorf. Oh, denk dran, du hast die Waffen. Ja, bei dem Redneck. Ich weiß, ich mach das. Bei der... Ich hab die Waffe, mit der ich sie mit 2 Schuss umlegen kann. Dann mache das. Factory. Jetzt tot? Ja. Aber das ist das Sniper-Gewehr, das ist ein bisschen schwierig zu bedienen, ja. Der liegt am Boden. Der ist tot. Ein bisschen schwierig zu bedienen, was bringt es dir? Oh fuck, guck jetzt, wo ich bin. Hallo. Hi. Ich bin jetzt hier. Ich sitz hier und ich weiß nicht genau, wo die beiden Seite. Anderen Ärsche sitzen. Ich bin grad bei Mount Chiliad. Komm schon, stirb! Geht doch. Spezialkarabiner. Inventar, Snack.
Cola, Cola. Ach, Luca, ich seh dich. Guten Tag. Ja, hast du? Hallöchen. Komm, 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 gib mir eine schöne Waffe. Danke. Jetzt kann ich 30 Schuss, Alter. Ich hab meine Super Sniper, also pass auf, wenn das du vorgehst. Als du in meine Nähe bist. Ich mit deinem Schuss weg. Lol, ich dachte, das ist nur, wenn du zum Flugplatz gehst. Deine Super Sniper. Vorsicht, davor kommt wenn danach. Ich zum Flugplatz gehe und wenn du in meine Nähe kommst, passiert das anscheinend. Ich brauchte gerade erstmal Munition, tut mir leid. Ja, dann musst du die jetzt umbringen, Aaron. Der ist, glaube ich, down. Glaub ich. Der fliegt da. Geh raus aus der Deckung, Digga. Ja, der ist down. Jetzt bist du am Arsch. Wie lange brauchen wir, müssen jetzt beiden, bevor ich wieder hart drauf gehe. Das ist es ja. Jetzt kommen gleich übelst viele Leute. Also ich versuche mich zu beeilen, aber ich kann euch nichts versprechen, weil ich schieße ja auf Kilometer Entfernung. Ja. Wie viele Sterne habt ihr? Fünf. Ja, genauso wie wir. Das ist so, einer ist down, Flo. Der zweite ist auch down. Da vorne ist eben die Rüstung, aber da muss man vorher zuerst alles bereinigen hier. Da fliegt am oben. Dach steht nämlich oben noch einer. Ja, ist doch der Punkt hier, steht ja so dran. Ich kann da jetzt beam me up. Und da ist da so ein Alien-Gesicht. Der am Dach ist down. Die anderen kommen jetzt von da vorne, von der Mitte her. Ich weiß, deswegen sind sie ziemlich hier. Das ist eine gute Engpassage, da kann man so abfangen. Ich fliege jetzt mal zum Gefängnis und guck den mal zu. Komm schon. Beweg dich! Und da hinten kommt das über ist euch ungut. Herab. Aber von links kommt der erste. Ich hab schon gesehen. Ich bin gerade beim Gefängnis. Ich sehe auf der Map gut, wie sie sich konzentrieren. Soll ich vorrennen mit meiner Spezialkarabine? Ja, das war nicht schlecht. Ich bin über. Da ist die Rüstung, Olli. Da ist die Rüstung. Guten Tag. Okay, ich schnapp mir jetzt erstmal die Rüstung. Oh, ich bin angeschossen jetzt. Weil ich hab eine Waffe, weißt du. Weil ich über dem Gefängnis bin, das ist ja Bullshit. Da ist der Jet, da ist der Jet. So, einer kommt von der rechten Seite. Ich sehe es. Oh, holy moly. Oh. Olli. Oh, und von der linken Seite. Guten Morgen. Ist er down? Ja. Jetzt ist er down. Hast du Probleme oder so? Haben Sie ja Probleme? Oh fuck, der fliegt hinterher, du musst ihn töten. Scheiße. Juhu. Du musst ihn sofort umbringen. Oh. Erstmal wieder zusnacken. Was ist mit dem Typen? Wo bleibt der? Der kommt immer so langsam nach, sobald das Areal frei ist. Leute, da, die sind direkt rechts hinter der Ecke. Willst du zuerst schauen oder was? Nein, ist er nicht. Das ist gerade dran. Auf dem Dach sind welche, ja, die. Oh Gott. Wo sind sie? Hier unten klemmen welche. Und oben, ganz geradeaus hinten auf dem Dach habe ich gerade noch einen Loch gesehen. Oh Gott. Ich habe gerade den Kopf weggenietet. Scheint so. Das Problem ist, ich kann halt auch nicht landen. Weil ich halt hier, dann die Bullen kommen. Das ist voll nervig. Weil wir bekommen voll die chillige Kiffermusik, ey. Oh Gott, oh Gott, oh, boah, die Rede ist ja voll im Kopf. Essen. Zwei sind hier noch, soweit ich das beurteilen kann. Hast du gerade gesehen? Das ist der erste. Na, ich komm. Sterben, Mann. Der ist hinter mir. Den haben wir gerade gestunlockt, Alter. Wie bei mir. Ja, da hinten bewegt sich gerade schon wieder einer ran. Bei mir läuft's grad nur so. Wir sind gleich fertig. Wir müssen knapp getroffen. Ich hoffe, wir sind gleich fertig. Irgendwo versteckt sich hier so eine Nooskraft. Der fliegt mich doch. Olli, der ist direkt vor dir irgendwo. Ja, ich sehe, ich versuche ihn ja gerade auszuspielen. Hinter dem Strommasten wäre ein guter Punkt, wo er sein könnte. Mein Herz pocht gerade mega, Mann. Mir geht's gerade nicht anders. Wo ist dieser Wichser hin? Oh ja, du hast ihn getroffen. Oh Leute, jetzt kommt naja, das ist ja Bullshit. Aber wie viele Jets haben die, Mann? Hinter dem Stromkasten da gehört. Als ob die so. Jetzt noch eine neue Rüstung. Ist so. Ich würde glauben, 4 Stück, aber keine 6, Mann. Das ist ja Bullshit. Wo müssen wir jetzt hin? Noch mehr Leute abknallen. Oh, dein Ernst. Vor allem, einfach. Hauptsache, den kann ich nicht abknallen. Okay. Scheiße! Nach hinten. Ich einfach die Marine und alles, das ist ja Bullshit. Das ist ja real. Das ist ja real life. Gut, der Typ ist down. Hab so ein ganzes Magazin für den gebraucht, ja. Und der rechte ist down. Der da gerade kam. Hab ihn auch, oder nee? Kriegst du down? Als ob der das jedes Mal überlebt. Er ist tot. Ja, schon wieder einer, ganz sicherlich. Der Typ bleibt einfach nicht liegen. Bleib liegen, du Arschloch. Jetzt ist er tot. Das ist so ein Jet, der ist von Deutschland
hier nach Amerika. Oben steht irgendwo noch einer. Die haben diese Gruppen vor drei Tagen. Ja, hey, ich krieg die ganze Zeit da oben Schüsse ab. Da oben auf den Dings. Ein Gefängnisausbruch stattfindet. Ich krieg von rechts gerade Schüsse ab. Oh nein. Wie gesagt, Flo. Oh nein. Ja, es ist nur deine Gegner. Das ist er, das ist es ja. Kann dieses Lick My Ice Cream Song, Alter. Kannst du den nicht da oben anzielen? Ich weiß nicht genau, wo er ist, das ist ja das Problem. Da oben, der steht da oben. Bei mir kommen gerade voll die Musik, während wir. Siehst du nicht, wo meine Schüssel hingehen? Irgendwo da ganz weit rechts. Da ist er. Gut. Da wieder noch einer. Oh Gott. Mehr Newscrafter. Oh, willst du mich verarschen, Alter? Scheiße, ich stehe mitten irgendwo im Nichts. Sorry. Versteck dich schnell. Oh Gott. Aber guck mal, dieses Eis. Der ist direkt vor dir, Alter. Döne und Bombe. Okay, 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 okay. Bleib immer so bei mir, okay? Solange wir meinen Rücken frei jetzt, kann ich jetzt mal schnell noch was. Wo ist denn dieser scheiß Snack jetzt? Oh Gott. Oh, das hinter mir. Aufpassen. Er kommt auf uns drauf, Flo. Oh fucking Alter, bitch. Ich glaube, da wollte jemand ein schönes Wochenende mit seiner Freundin haben. Ich hatte gerade 26 Stoll aufgehoben. Achso, ja, die haben schon wieder 9, aber ist normal, oder? Sag mal, wie lange hat der Scheiß hier einfach nur? Ja, das ist sehr nervenaufreibend. Hast du ihn? Der vordere ist tot. Der hintere noch nicht, der lebt noch. Leute, du schießt einfach so wie der lässt sie dir das hier zu treiben. Noch zwei Magazine, Flo. Noch zwei Magazine. Man musste die Toten wieder durchsuchen. Der ist nach vorne irgendwo, hä? Ja, würde ich ja gerne. Stirb der Arsch da hinten mal bitte! Der lebt! Jetzt ist er tot. Guck mal, du hast gesagt, da wird einer Spaß mit seiner Freundin. Er sagt, er folgt mir. Da wollte einer Spaß mit seiner Freundin am Wochenende haben. Wie jetzt? Nein, der hatte 26 Dollar dabei. Hey, guck mal, was macht denn der? Der fehlt. Da war Gruppe sein. Schön. Du hast passt voll schön in der Aufnahme, Mauri. Danke dir. Was hat der gemacht? Da war Group Assigned. So, und jetzt müssen wir uns irgendwie nach vorne kämpfen zu dem gelben Auto? Ja, irgendwo die Richtung. Ich sehe da nur ein einzelnes Polizeizeichen. Ich auch. Er folgt mir direkt. Luca, der dreht immer um die. Achso, nein, wir sollen einfach raus aus dem Gefängnis. Da habe ich doch eine schöne Möglichkeit. Ja, ist wahrscheinlich explodiert oder so. Nee, ich glaube, das war einfach nur verglitscht. Komm, geh damit raus. Ich bin hinten drin, warte kurz. Reschkowski von. Raschkowski sitzt, Vollgas! Kommst du raus? Ja. Ich kann von hinten nicht schießen, das ist ein bisschen blöd, ja. Die Jets kommen ja von überall, man mit ihm mitten in dem Korn. Das ist ein gepanzertes Auto, also von daher. Okay, wir sind draußen. Wir sind draußen mit dem Wagen. Die haben unseren Reifen zerstört! Kommt mal bitte zum Öffnen. Gib einfach Vollgas. Wo müssen wir hin? Zum Flugplatz. Wo ist der? Zum Flugplatz. Da links. Da links. Ist auf der Karte von mir. Ja, danke. Alter, das war Team. Alter, dort ist hier geht ziemlich viel Action. Bist du gelandet? Ich lande gerade. Wir haben so ein paar Freunde mitgebracht, wa? Geht nach hinten, geht. Ihr müsst nach hinten gehen. Ihr müsst nach hinten gehen, okay? Nach hinten. Ihr nach hinten, also jetzt geradeaus. Ganz nach hinten. Vollgas, Olli. Ich bin über euch, pass auf. Okay. Oh Gott, Explosion. War das gerade Aaron? Ist Polizei gespawnt. Ja, oh Gott, ihr müsst sie töten, ihr müsst sie versuchen zu töten. Wir werden das nicht abschießen. Werde ich Aaron? Alter, hier ist ganz Amerika. Oh Gott. Können wir? Schnell. Eigentlich nicht, nee. Kentucky, gibst du ein bisschen vorwärts. Du bist da vorne. Die schießen auf mich. Ja, die schießen auch auf uns. Ja. Dann Tagi, ein bisschen Rückendeckung bitte. Ich merk's. Ich kann nichts machen, das ist Aaron da oben. Ja, sorry Aaron, ja. Los, komm, nee, raus. Komm rein, solange ich noch stehe. Oh, Scheiße. Du, der Wind. Oh, toll, du hast ihn umgekippt. Nee. Oh. Oh, was denn? Du bist tot oder was? Ja. Ey, nee, Mann. Das ist wirklich? Die haben uns einfach umgenietet, Alter. Was soll ich denn machen?
Ey, nein, das können wir die ganze Scheiße von neu machen, Mann. Oh Gott. Das macht ja echt Spaß. Aaron, können wir tauschen?